Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Getreu dem Motto, Nachtisch geht doch immer, gibt es heute ein Toffifee Cheesecake im Glas. Ich freue mich riesig drauf, zum einen, weil ich Toffifees liebe und weil bei mir Nachtisch immer geht, das wisst ihr ja schon. Deswegen würde ich sagen, lass uns schnell loslegen. Viel Spaß jetzt beim Video. Das Rezept habe ich in der Rezeptwelt entdeckt. Ich habe es aber etwas umgemodelt, etwas umgeschrieben. Das Rezept ist für 4 Portionen und ich habe es auch auf 4 Portionen runtergerechnet, weil im Originalrezept sind es 6 Portionen. Also wenn ihr ein bisschen mehr braucht, könnt ihr gerne mal beim Originalrezept vorbeischauen. Den Link setze ich euch wieder unten in die Infobox. Und wir brauchen jetzt folgende Zutaten, die schreibe ich euch auch wieder alle dazu. Zum einen Butterkekse, dann Butter, Toffifees, Quark, Frischkäse, Zucker, etwas Vanillezucker und wer mag, kann auch noch einen Spritzer Zitronensaft dazugeben. Und wir legen jetzt mal los. Wir brauchen insgesamt 15 Toffifees. 4 könnt ihr euch gleich zur Seite legen, die brauchen wir nachher zur Dekoration. Ich gebe jetzt 11 in den Mixer zusammen mit 10 Butterkeksen. Das sind diese leckeren hier. So, und das zerkleinern wir uns jetzt erst einmal. Verteilen wir das gleich noch gleichmäßig und guckt auch, dass unten wirklich die Toffifees liegen und oben drauf die Butterkekse, dass das richtig gut zerkleinert werden kann. Und das machen wir jetzt 20 Sekunden auf der Stufe 5. Ich zeige euch gerade mal, wie groß das Ganze jetzt ist. Es ist richtig schön zerkleinert worden. Nun kommen 50 Gramm weiche Butter in kleinen Stücken dazu. Ich habe sie mir wirklich schön klein geschnitten, weil wir jetzt die Butter schmelzen. Und zwar 3 Minuten 30 Sekunden bei 70 Grad. Auf der Stufe 2. So, ich zeige euch gerade mal, wie die Masse jetzt aussieht. Oh, das riecht schon lecker. Die füllen wir uns jetzt einfach in ein kleines Schälchen um. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch auch total auf Toffifees steht. Das würde mich mal interessieren. Das haben wir jetzt einmal umgefüllt. Das kann auch ein bisschen abkühlen. Wir müssen uns jetzt ganz kurz den Mixtopf spülen. Die Masse stelle ich an die Seite bis später. Und wenn ich meinen Mixtopf wieder sauber gemacht habe, dann machen wir weiter. Bis gleich. Der Mixtopf ist blitzeblank. Wir können weitermachen und werden uns jetzt praktisch die Käsekuchenfüllung, die Cheesecake-Masse herstellen. Dafür setzen wir uns den Schmetterling ein und geben 250 Gramm Quark in den Mixtopf. Ich habe jetzt 20%igen Quark gewählt. Ihr könnt aber auch den Magerquark nehmen oder 40%igen. Also das könnt ihr ganz nach eurem Geschmack und eurer Vorliebe machen. Dann kommen 100 Gramm Frischkäse dazu. Naturfrischkäse natürlich. Gramm Zucker, den könnt ihr reduzieren oder könnt natürlich ein bisschen aufstocken, falls es euch nicht so süß genug ist. Einen Teelöffel von meinem selber hergestellten Vanillezucker gebe ich dazu. Ihr könnt natürlich auch ein Päckchen Vanillezucker wählen, wenn ihr jetzt keinen selber hergestellten habt. Und damit das Ganze ein bisschen frisch, so einen kleinen frischen Touch bekommt, gebe ich jetzt noch so 2 Spritzer Zitronensaft von meinem Zitronensaftkonzentrat mit dran. Das war eigentlich schon alles für unsere Cheesecake-Masse. Die wird jetzt kurz vermengt,
30 Sekunden auf der Stufe 3,5. Ja, die Masse ist fertig. Ich zeige sie euch gerade ganz kurz. Wir können den Schmetterling entfernen. Jetzt abklopfen. Und ich fülle mir jetzt die Cheesecake-Masse in ein Schälchen um, einfach weil ich es praktischer finde, dann die Masse aus dem Schälchen raus zu portionieren, wie wenn ich mich da immer ein bisschen verrenken muss, weil der Mixtopf doch ein bisschen tiefer ist, dass ich da richtig gut an die Masse komme. Müsst ihr aber nicht, wenn ihr jetzt keine Lust habt, nochmal ein Schälchen wieder sozusagen schmutzig zu machen und hinterher spülen zu müssen, könnt ihr die Masse natürlich auch direkt aus dem Mixtopf auf eure Dessertgläser verteilen. Das ist ja immer alles Geschmackssache. Der eine findet das ja unpraktischer und der andere findet es praktischer. Deswegen macht es da einfach so, wie es für euch am geschicktesten ist. So, das ist jetzt unsere Cheesecake-Masse. Ich mache mir mal ganz kurz Platz und schiebe den Thermi hier zur Seite und hole mir 4 Dessertgläser. Meine Cheesecake-Masse und unser Boden sozusagen vom Cheesecake. Den müsst ihr noch mal ganz kurz auflockern, weil er beim Abkühlen ein bisschen aneinander geklebt ist, festgeklebt ist. So einfach, dass das Ganze nicht mehr ganz so fest ist. Und jetzt werde ich anfangen mit einer Schicht von meinem Boden, von meiner Bodenmasse, auf die Gläser zu verteilen. Ich nehme mir da 2 Teelöffelchen am besten und verteile das einfach mal jetzt einen Teelöffel und gucke, ob mein Boden dann mit dem einen Teelöffel Masse bedeckt ist. Wenn nicht, lege ich noch ein bisschen nach. Danach verteile ich meine Cheesecake-Masse. Auch erstmal einen Esslöffel mache ich auf jedes Glas. Anschließend wieder etwas von der Butterkeks-Toffifee-Masse. Und zum Abschluss nochmal von unserer Cheesecake-Masse. Ja, bis jetzt sieht das Ganze so aus. Und nun kommt noch als Deko jeweils ein Toffifee oben drauf. So, und damit wäre dann unser Toffifee-Cheesecake im Glas fertig. Ja, meine Lieben, das war ein wirklich super schnelles Rezept, habt ihr ja gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen. Und probiert's aus, lasst mir wieder Feedback in den Kommentaren da und dann wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, haltet weiterhin die Ohren steif und bis zum nächsten Video. Tschüss!